Business Strategieentwicklung 3.2, die 5 Forces nach Corona. Ich bin aktuell mit vielen Firmen dran, uns zu überlegen, wie schaut unser Business, unsere Industrie nach Corona aus, und auch da richten wir dann die Strategie drauf aus. Ich gehe die 5 Punkte von Porter durch, die mir bei der Analyse helfen. Das erste ist die Veränderung bei den Kunden. Die Kunden sind sich gewohnt, mehr remote zu arbeiten, Homeoffice, und das heißt, der Standort meiner Firma wird weniger eine Rolle spielen. Der zweite Teil, wie verändern sich die Lieferanten? Da gibt es eine Konsolidierung mit Sicherheit, also werden weniger Lieferanten auf dem Markt sein, also sind die Abhängigkeiten unter Umständen wieder höher. Dann haben wir den dritten Teil, das sind die Mitbewerber. Die Mitbewerber werden sich auf Themen fokussieren, die immer funktionieren, also Absatzkanäle, Industrien, Bereiche, die immer funktionieren oder auch während dieser Krise funktioniert haben. Sie werden dezentraler arbeiten, aber sie werden sicherlich auch mehr im Bereich Outsourcing reingehen, um günstigere Leistungen beziehen zu können. Dann haben wir den vierten Teil, das ist meine Industrie. Meine Industrie wird wahrscheinlich mehr Ressourcen haben. Das heißt, der Arbeitsmarkt, der wird aktuell leider überschwemmt. Das heißt, auch hier ein Ressourcenthema in der Industrie. Wie spiele ich mit dem, aber auch da wahrscheinlich am Outsourcing in Billiglohnländern, was meine Industrie betrifft. Und zu guter Letzt, das sind die Substitutes oder die Disruptoren. Da werden sicherlich mehr Angebote im Bereich Remote Work auf den Markt kommen. Da werden sicherlich auch mehr Angebote im Bereich der Virtualisierung auf den Markt kommen. Wie kann das mein Business gefährden? Das also die 5 Forces auf Post-Corona ausgerichtet. Mich würde natürlich interessieren, ob ihr euch über das Thema Post-Corona auch Gedanken gemacht habt, gerade im Zusammenhang mit der Ausrichtung, mit der Anpassung, mit der Optimierung eurer eigenen Strategie.